Raziel macht wieder komische Sachen, die ich nicht definieren kann. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Legacy of Kain, Soul Reaver. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, in der letzten Folge haben wir ein wenig gerätselt. Und wie es danach aussieht, geht das Rätseln auch an dieser Stelle hier weiter. Ich würde jetzt erstmal rein vom Bauchgefühl her sagen... Nee, das sieht nicht danach aus. Was macht er denn da? Ah, diese Steuerung. Manchmal, ja... Manchmal, aber auch nur manchmal, ist sie, wie sie ist. So, hier drauf beenden wir erstmal die Leichenstarre. Vielleicht ist die neue Perspektive ein wenig hilfreicher auf das ganze Geschehen. So, was mit euch? Kann ich euch schieben? Nein. Was haben eure Symbole zu bedeuten? Sind die in irgendeiner Weise relevant? Wahrscheinlich nicht. Warum sind hier zwei Fackeln? Kann ich die wegnehmen? Kann ich damit irgendetwas tun? Soll ich die vielleicht hier hinpacken? Geht das? Nein. Hä? Habe ich die Teile gerade übersehen oder sind die jetzt gerade gekommen? Hier, die Dinger. Fragen über Fragen und ich habe das Gefühl, sie werden sich häufen. Schmeiß mal die Fackel weg. So. Hier ist jetzt kein Sockel. Wenn ich die Fackel hier nehme, ist dann da ein Sockel? Nö. Also hat der Sockel in keinster Form... Ich hab jetzt eventuell damit gerechnet, dass das Abnehmen der Fackel den Sockel aktiviert hat. Aber das hat es in keinster Form irgendwie beeinflusst, wenn ich das richtig erkennen kann. Gut. Dann ist die Frage auch beantwortet. Gut. Was soll ich jetzt hiermit anfangen? Wahrscheinlich ist das Teil rausgekommen als... Ah. Ah. Das bringt natürlich Licht ins Dunkel. Aber was soll ich jetzt damit machen? Das ist die nächste Frage. Oben entlang kann ich nicht. Wir können diesen Sockel ja nur in diesem Raum bewegen. Ich denke immer zu sehr Tomb Raider-rig. Natürlich, wir können den Sockel nicht nur in diesem Raum bewegen. Wir können, wenn wir wollen, den Sockel sogar da nach unten schmeißen. Wenn es das Spiel von uns möchte. Ich wüsste aber nicht, was der Sockel da unten in irgendeiner Form für einen Mehrwert hätte. Außer er ist dafür gedacht, dass er als Übergang funktionieren soll mit der Waage. Passt auf, wir müssen jetzt nach Ausschlussverfahren gehen. Wie ich es bei solchen Sachen immer gerne mache. Das erste, was ich testen möchte, ist, ob der Sockel... darunter gehen kann. Vielleicht kann Raziel den ja gar nicht anheben. Wenn Raziel den nicht anheben kann, dann weiß ich schon mal, dass der Sockel in diesem Raum Verwendung finden muss. Oh. Oh. Kannst du den hochheben? Nein. Also dieser Sockel ist hier genau richtig. Huh. Wir haben ihn jetzt ja rausgeschoben. Was passiert... mit dem Sockel in der neuen Ebene. Gar nichts passiert mit dem. Er ist da, wie er ist. Und die neue Ebene hat jetzt keine Perspektive in irgendeiner Form gebracht. Hm. Was soll ich mit dir machen, mein Freund? Was wollen die von mir? Ich kann dich hier nicht drüber hieven. Ich glaube, das passt auch von der Höhe auch gar nicht. Obwohl das doch, das wird von der Höhe eigentlich passen. Ja gut, wenn wir in der Ebene sind, kann ich sowieso nichts machen. Bevor das hier wieder 10 Jahre braucht, laden wir mal eben wieder kurz den State. Ach shit, ich habe den State in der Ebene gemacht. Ist aber kein Problem, hier ist die Lebensenergie wieder aufgeladen. So, nochmal zurück. Hier haben wir den Sockel. Der muss ja dann darüber gehievt werden können. Oder ich habe irgendeinen Fehler bei der... Nee. Er hieft's nicht rüber. Okay, gut. Ich kann nochmal hier bei der Seite probieren. Nee. Vielleicht auf dem Boden irgendeine Plattform, die wir aktivieren müssen? Nee, auch nicht.
Ich wüsste nicht, wozu man dieses dicke Ding für diesen kleinen Pisselraum brauchen würde. Wenn ich ehrlich bin. Ich kann es euch nicht erklären. Entweder habe ich irgendwas bei der Waage übersehen. Oder ich übersehe hier etwas. Ich weiß auch nicht, warum die Fackeln in diesem Raum sind. Die können natürlich jetzt nur hier sein, weil sie schön aussehen. Aber es bringt uns hier auch nichts. Dich kann ich auch nicht schieben. Und vor allem, warum sollte man die Fackeln so ansetzen, dass wir sie mitnehmen können? Wir können die Fackeln hier einpacken, wegen denen. Die haben hier extra zwei Absätze dahin gepackt, damit wir an die Fackeln rankommen. Das macht mich auch, wenn ich ehrlich bin, ziemlich skeptisch. Okay, ich glaube, das ist der Punkt, wo ich ein wenig für mich selber rätseln werde. Und dann werde ich euch dazu schalten, wenn ich das Rätsels Lösung gefunden habe. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich schalte euch jetzt mal dazu. Ich habe eine Idee noch mit der Waage. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt einiges ausprobiert. Mir fällt sonst, wenn ich ehrlich bin, keine andere Idee sonst noch in irgendeiner Form ein. Ich habe jetzt einfach mal die Wagenposition geändert. Also, dass die linke unten ist, anstatt die rechte. Eventuell triggert das ja irgendetwas in dem Raum da drüben. Und ja, das werden wir jetzt herausfinden. Ich habe sonst alles probiert. Ich habe den Vampir da unten nochmal, den Zombie-Heini da unten nochmal gekillt. In der Hoffnung, dass das irgendetwas triggert. Aber so ist dieses Spiel nun mal nicht aufgebaut. Ah! Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Verändern der Position der Waage irgendetwas beeinflusst hat. Schauen wir doch mal. Ne, die Situation sieht hier nicht wirklich anders aus. Vielleicht liegt es an der Ebene. Warten wir mal eben, bis die Ebene sich wieder zurück verändert hat. Schwierig, 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 schwierig. Ihr seht gerade, ich habe den Sockel jetzt mal an die Wand gestellt, in der Hoffnung, dass ich da oben irgendwas verändern könnte, aber das hat auch nicht wirklich irgendetwas bewirkt. Warte mal. Nee, komm, ich muss sowieso erstmal aus unserer Leichenstarre wieder raus. So, ist aufgeladen. Wartet mal, ich will mal eine Sache testen. Wenn es das jetzt ist, dann eben mal kurz checken, ob sich was in diesem Raum verändert hat. Nein, hat sich nicht. Gut, passt auf. Ich will jetzt eine Sache mal testen. Ich weiß zwar nicht, was es mir hier bringen könnte, aber doch. Och, ich wusste es. Och, seid ihr Penner, Alter. Och, seid ihr Penner. Das fiel mir jetzt gerade mal ein, weil ich die ganze Zeit am Überlegen war, was soll ich denn mit diesem scheiß Sockel in diesem kleinen Miniraum hier anfangen. Dabei brauche ich doch zwei kleine Blöcke. Ja. Wahrscheinlich, weil es zwei Blöcke aufeinander gestapelt sind. Ich Idiot. Ich Idiot. Oh, da habe ich jetzt so meine 15 Minuten dran gesessen. Gebe ich offen zu. So. Und das hat mir jetzt gebracht. Sag jetzt nicht, ich habe die falsch rum reingetan. Sag jetzt nicht, die müssen so reingetan werden, dass das Emblem. Warte mal, oder ist das egal? Eigentlich ist das doch schnurzpiep egal. Ist auf der anderen Seite ein Symbol. Ja, hier. Weil, aber kann ich die drehen? Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, ob das in irgendeiner Form relevant ist, ob die Symbole in der richtigen Position sind. Weil verändert hat sich jetzt erstmal auf dem ersten Blick nicht viel. So, rein damit. Thor sagt immer noch, nö, ich bleib zu. Die Frage ist, wo mein Denkfehler jetzt schon wieder liegt. Kann ich die drehen? Ich kann die hochheben, ja. Aber drehen kann ich sie nicht. Zumindest habe ich noch keinen Tutorial-Befehl dafür gesehen. Wobei, es muss ja nicht unbedingt hier was verändert haben. Es kann natürlich auch was in einem ganz anderen Raum verändert haben. Warte mal.
War das gerade ein Knickknackgeräusch? Habe ich das richtig gehört? Einmal kurz hinhören. Ja, irgendwas ist aktiviert worden. Zählt das für beide Blöcke? Hey, hier macht nichts Klick-Klack. Ich glaube, der Block müsste gedreht werden, ja. Aber wie? Wie soll ich denn diesen blöden Block jetzt drehen? Ich weiß ja gar nicht, wie das funktionieren soll. Der Block ist, glaube ich, falsch. Der Block ist auf jeden Fall richtig, weil wenn er mal hört, irgendwas wird aktiviert. Hört er das? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das ein Zeichen ist, dass es richtig drin steckt. Aber der Block hier, der müsste gedreht werden. Ich habe aber keine Ahnung, ob das überhaupt machbar ist, den zu drehen. Weil ich glaube, Raziel macht es nicht. Ah, ich Idiot! Ha! Okay, da muss man drauf kommen. Was mache ich denn da? So, rüber. Na, komm, Kollege. Und rüber. Ist aber auch assi, dass sie das einem so nicht sagen, ne? Ja. Wisst ihr Bescheid? Meine Güte, was ein Staatsakt, dieses eine Tor jetzt aufzubekommen. Freunde, Freunde, Freunde. So, ich muss mal meinen Timer hier wieder stellen, dass ich auch weiß, wie lange wir in der Folge sind. Gut, weiter geht das ganze Geschehen. Ha! Ja, meine Güte. Irgendwie habe ich da jetzt auch Bock drauf auf solche Rätsel. Man muss aber erstmal drauf kommen. Ja, das wird ja immer einladender hier. Ich sehe das schon. Hier haben wir wieder kleines Lagerfeuer. Da drüben ist der Edelstein. Kommen wir da rüber? Ich glaube, das ist zu weit entfernt. Und klettern kann er nicht. Das weiß ich auch noch aus dem Erfahrungsbericht, dass das eine Fähigkeit ist, die wir später bekommen. So, was ist mit dir, mein Freund? Wenn ich dich runterschubs, bringt mir das in irgendeiner Weise Fortschritt? Ich hoffe mal doch. Haben wir diesen ganzen Terz nur gemacht, um hier hochzukommen, um einen Block runterzubekommen? Wäre nicht ungewöhnlich für diese Art Spiel. Ja, ich gehe da mal einfach von aus. Deswegen gehe ich wieder runter. Und jetzt habe ich hier unten, voilà, zwei Blöcke. Toll, ne? Aber mit den beiden Blöcken komme ich jetzt auch wahrscheinlich hier hoch. Meine erste Idee war ja, dass das hier eventuell ein... Aha, das ist genial gebaut, ja. Ja, doch, man merkt, dass da Leute dran saßen, die auch mit den Tomb Raider-Spielen zu tun hatten. Wobei man hier wirklich bei den Schieberätseln etwas tiefer denken muss. So, hoch damit. Hoch damit. Ja, hier macht das jetzt auch vernünftig. Sehr schön. Und das Teil an die Wand. Und dann sollten wir da auch hochkommen, ja. Na, hopp. Hopp. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Ich bin gespannt, wie die Rätsel später werden, wenn das jetzt schon am Anfang hier so anfängt. Das kann doch sehr, sehr lustig und interessant werden. Bin ich sehr, sehr gespannt. Aber jetzt wissen wir ja schon mal, welche Block-Schiebeskills unser guter Raziel hat. Wohin mit dir, Kollege? Boah, meine Zombie-Vampir-Freunde gehen mir langsam ein bisschen auf den Keks, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt. Aber so langsam aber sicher fangen sie an zu nerven. So, hier springe ich mal rüber. Was war das? Irgendwas ist ins Wasser gefallen. Du Wichser, verpiss dich. Irgendwas ist ins Wasser gefallen. Ich habe keine Ahnung, was es war. Aber irgendwas ist ins Wasser gefallen. Heb auf da. So. Komm her, Kollege. Aus dir mache ich einen Shish-Kebab. Shish-Kebab. Das tut mir leid. Ah, man kann sie doch mehrmals... Ah, ich muss die Dinger drin stecken lassen. Alles klar. Wenn ich die Teile wieder rausziehe, sind sie tot. Vorher futtern. Zack. Und jetzt kann ich die Teile, glaube ich... Gut zu wissen, dass die Dinger mehr als nur einen Kill aushalten.
Das freut mich schon mal. Jetzt kümmere ich mich mal hier um den Kollegen hier unten, der mir die ganze Zeit auf den Keks... Ah, da sollten wir nicht reinfallen. Wasser nicht gesund für unseren guten Rasi. Das haben wir bereits schon gesehen am Anfang des Spieles. So. Saugen. Und schnappen. Schnapp, schnapp, schnapp. Schnappe die ab. Sehr schön. So. Eine Tür. Eine Tür, die wir ganz normal öffnen können. Warum haben wir da eine Plattform? Einfach so mitten im Raum. Das irritiert mich. Das möchte ich jetzt genauer erfahren. Und genau deswegen habe ich ein Safe State gesetzt. Ich sehe auch schon, was da unten rumrennt. Da habe ich jetzt eher weniger Bock drauf. Oh Gott! Wartet, Leute. Lasst mir Zeit. Na komm, wir schaffen das. Nein, nein! Oh! Er bleibt aber auch nicht... Ich glaube, da ist nichts Vernünftiges. Kann ich mir nicht vorstellen, das wäre ziemlich asozial. Ich könnte mir eher vorstellen, dass da ein Schalter oder sowas ist, aber wir können auf jeden Fall im Wasser auch unterwegs sein. Das ist auch schon mal eine neue Information, die hilfreich sein kann. Jetzt will ich hier erstmal weiter. Komme ich nicht durch, oder was? Doch, dankeschön. Okay, es geht stetig bergauf. Oha, das sieht gefährlich aus. So, erstmal mache ich mit dir hier Feierabend. Zack. So, du auf Abstand. Ich muss erstmal hier dein... Ach, du Trottel. Komm her. Du Trottel. Ist der ins Licht reingerannt? Nein, nicht ins Licht gehen. Tja. Auf den Ratschlag hätte er vielleicht mal hören sollen. Hat er nicht getan. Jetzt hat er den Salat. Den Zombie-Leichensalat. Bitteschön. Schenke ich dir. Zum Geburtstag viel Glück. Nam 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 nam. Hier kommt die Geburtstagstorte. Und ich will meinen Speer wieder haben. Die Teile scheinen echt gar nicht kaputt zu gehen. Hätte ich das mal am Anfang des Games gewusst. Dann hätte ich wahrscheinlich ein paar klügere Entscheidungen getroffen bis hierhin. Aber man lernt nie aus, Freunde. Man lernt nie aus. So, was haben wir hier für einen riesigen Raum? Der sieht kompliziert aus, wenn ich ehrlich bin. Ein Schalter. Betätigen wir mal den Schalter. Oh. War das Sinn der Sache? Ich weiß nicht. Wo sind wir hier denn jetzt schon wieder gelandet? Okay, links oder rechts? Ich würde sagen, wir gehen hier erstmal lang. Schauen wir mal, wohin uns des Weges hier die ganze Geschichte noch führt. Ach du Scheiße, ich kill erstmal den Großen hier. Ich glaube, der kann nerviger werden als sein orangenes Pendant da. So, zack. Weg, weg, weg. Saug, saug, saug. Schneller, sterb schneller, sterb schneller. Wir haben keine Zeit, hast lang genug gelebt. Zack. Wunderbar. So. Kann ich hier... Ist hier irgendwas? Nein. Das ist alles nur zum Gutaussehen. Ich weiß nicht, ob wir richtig sind, Leute, ne? Ich guck einfach mal. Was anderes bleibt mir nicht übrig. Ach du Heiliger. Ist das derselbe Raum wie gerade, nur dass wir jetzt oberhalb sind? Ich gehe mal davon... Nein, das ist ein komplett neuer Raum. Oh, so viele große Räume aneinander gepackt. Kann kompliziert sein. Was bist du? Bist du ein Schalter? Das sieht für mich aus wie ein... Was machst du denn da, Kollege? Ah, er kann sich schon mal an so einem Kram festhalten. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber dran kurbeln kriegt er, glaube ich, nicht gebacken. Nee. Okay, merken wir uns. Hier ist eine Kurbel. Gut, dann würde ich mir aber gerne mal noch vorher die andere Seite anschauen. Wobei, wir können uns auch den unteren Bereich einfach mal anschauen vorher. Bevor wir hier irgendetwas tun, was uns am Ende zu nichts bringt. Hübsche Maschine haben sie hier. Irgendwie zerstört es leicht den Mittelalter-Flair, aber meine Güte. Warum denn nicht? Ah, hier scheint aber sonst nichts anderes zu sein. Ich glaube, dieser Bereich ist wirklich nur so groß wegen dieser Maschine gebaut. Oh, hier ist ein Schalter. Aha. Würde das jetzt was bringen, wenn ich mich an
die Kurbel hänge. Oh, Entschuldigung, ich musste niesen. Falls ich es vergessen habe, rauszuschneiden. Ah! Das bringt nur nichts, weil da wahrscheinlich nichts zwischen ist. Da sollte wahrscheinlich irgendetwas zwischen sein, zwischen dem Gerät. Der Gerät geht nie kaputt. Der Gerät ist sehr nützlich, aber nur, wenn der Gerät auch was zum Zerstören kriegt. Und der Gerät hat nichts zum Zerstören. Gut, dann würde ich mal sagen, wir sind wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ein wenig zu früh in diesem Raum. Dann nehme ich mal Türchen 2. Jo, alles cool bei dir? Er feiert mich, finde ich gut. Weitermachen. Das waren wir nicht. Ich würde niemals meinen Speer hier liegen lassen. Das waren wir mit Sicherheit nicht. Das müsste der Kollege da oben sein, der erkannt hat, was gut ist. Und zwar wir. Hier ist noch ein Schalter. Ah ne, das ist der Schalter, der uns wieder hochführt. Okay, gut. Alles klar. Wir haben hier unten den Maschinenraum. Ist im Endeffekt ein Kreislauf. Okay. Ich habe das Gefühl, dass wir hier oben noch irgendwas tun müssen. Ich drücke einfach mal alle Schalter in der Hoffnung, dass ich nichts kaputt mache. Das sieht hier alles sehr teuer aus, wenn ich ehrlich bin. Jui. So. Tiefer gelegt. Das bringt uns jetzt in irgendeiner Weise wie weiter? Hier ist schon wieder einer dieser Maulwurfshügel von denen. Haben die eine Bedeutung, die Dinger? Wahrscheinlich haben die eine Bedeutung. Bist du... Ah! Okay. Mehr nicht? Mehr geht nicht? Mehr geht nicht. Ich kann das Ding nur rausschieben, um wahrscheinlich hier wieder hochzukommen. Okay. Gut. Also, wir fassen zusammen. Das Ding ist tiefer gelegt. Haben wir hier irgendetwas anderes im Raum? Von hier? Sind wir von hier gekommen? Ich weiß es gerade gar nicht. Da hier noch ein Vampirismus hier unterwegs ist, gehe ich mal nicht davon aus. Normalerweise kenne ich die ja alle hier. Komm her. Feierabend. Und Mittagessen. So, gib her da. Ist meiner. Gehört hier nicht. Macht man nicht. Man klaut hier nicht wahllos irgendwelche Speere. Aber ich gehe mal davon aus, dass es hier wieder... Ja, hier geht's wieder zurück. Keine Ahnung. Sind wir an dem... Ist der nachgespawnt oder sind wir an dem vorbeigelaufen, als ich so fasziniert war von der schlichten Größe dieses Gebäudes hier? Ist jetzt nicht unbedingt das Innere einer Burg, was ich erwartet habe. Hier haben wir ein Lagerfeuer für Kampfmöglichkeiten. Hier haben wir nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder runter und schauen, ob das Tieferlegen des Boden irgendetwas bewirkt hat. Wahrscheinlich hat es irgendetwas bewirkt. Ich hoffe, etwas Offensichtliches. Gucken wir mal nach. Kann ich das Teil wieder zurückmachen? Nein. Okay, gut. Das ist fest. Das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, wir haben noch nichts kaputt gemacht. So, dann legen wir Raziel mal wieder tiefer. Und schauen mal, wie jetzt der untere Bereich aussieht, der Maschinenraum. Vielleicht gibt es ja jetzt auch hier eine neue Perspektive, die man im Auge behalten sollte. So, durch hier. Da-da-dam-dam-dam. Seht ihr in irgendeiner Form eine Veränderung? Ich nicht, Freunde. Gut, den Schalter kann ich auch nicht nochmal aktivieren. In welcher Verbindung stehen diese beiden Räume miteinander? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Es wird zwar nichts bringen, aber... Versuch macht... Meine Güte, ey. Manchmal... Versucht macht klug, wie es so schön heißt. Warte mal. Wie habe ich es denn jetzt gerade geschafft, da hochzukommen? Komm her. Komm hier hoch. Zack. Ja, und jetzt aktivier. Kann ich nicht nochmal aktivieren? Es geht echt nicht. Habe ich komplett falsch jetzt gedacht? Hm. Ich sollte mir diesen Raum nochmal genauer anschauen. Und eventuell den hier machen.
wenn wir mit der... Oh Gott, da unten rennen Typen rum. Wenn wir es mit der Ebene nicht gebacken bekommen, bleibt immer noch diese hier. Ja, man muss auf jeden Fall sich angewöhnen, die Räume mit beiden Ebenen immer im Auge zu behalten. Ne? Das ist momentan, glaube ich, mit einer meiner Hauptfehler, dass ich nie an die Totenstarre immer denke. Teilweise hat das jetzt das ein oder andere Rätsel ein wenig in die Länge gezogen. Aber ich sehe jetzt bis auf die neue Bekanntschaft, die wir hier unten gleich machen werden, nichts wirklich relevant Neues. Komm her. Ach, das sind hier die Feiglinge hier, die pausenlos abhauen. Komm, 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 Kumpel. Wer will denn hier unten alt werden? Hier wird doch keiner glücklich. Weg mit dir. Kannst lieber in meinem Verdauungstrakt weiter vor irgendwelchen Sachen wegrennen. Glaub mir, da wird es dir auch besser gehen. Ah, jetzt ist die Maschine im Arsch. Seht ihr das? Wobei es ist auch nur die Seite, die im Arsch ist. Hm. Ah, die hier vorne, die ist kaputt gegangen, wo wir gerade auch hochgesprungen sind. Aber was bringt mir das? Oh Gott, ich habe mich festgebackt. Was bringt mir das? Passt auf, Leute. Ich gehe nochmal mit euch hoch. Schau mir mit euch zusammen in der Totenstarre an, wie der obere Bereich aussieht. Ich muss ja jetzt hier wieder zurück. Ich kann ja nicht. Ja, ja. Bleib cool, Kollege. Und sonst heißt es erstmal wieder für mich schauen, wo eventuell jetzt mein Denkfehler war. Wieder zurück. Die Seite bleibt weiter kaputt. Okay, da verändert sich nichts. Ey, ist das unser Speer da drüben? Ich glaube ja. Den würde ich gerne wieder haben. Den würde ich gerne wieder haben. Warte. Probieren wir ihn uns von hier zu schnappen. So. Zack. Ohne meinem Speer mache ich hier gar nichts mehr. So. Dann jetzt nochmal hoch und einfach mal hoffen, dass sich da jetzt schnell noch das Rätselslösung auftut. Sonst stehe ich wieder ein wenig auf dem Schlauch, wenn ich ehrlich bin. Es ist wahrscheinlich nur irgendeine simple Kleinigkeit, die ich übersehen habe. Wahrscheinlich wieder so eine typische, oh, du Idiot-Kleinigkeit. Ihr kennt sie. Diese, oh, du Idiot-Kleinigkeiten. Ja, wir haben ja Zeit. Wir haben Zeit mitgebracht. Ihr habt Zeit mitgebracht, ich habe Zeit mitgebracht. Ich kann aber keiner erzählen, dass die Räume nicht miteinander in Verbindung stehen, dass, nee. Das wäre sehr sinnlos, wenn sie diesen Raum nur gemacht haben, um einen irgendwie zu irritieren. Okay. Speere sind seltsam in diesem Spiel. Was sollen die Symbole hier? Was sollen diese Dinger hier? Sind die wirklich nur für die Gegner gemacht? Was soll das alles hier? Fragen über Fragen über Fragen. Fragen, die wir wahrscheinlich in der nächsten Folge beantworten werden. Wenn es weitergeht mit Let's Play Soul Reaver Legacy of... Ah! Haha! Legacy of Kain. Ich hoffe, ihr seid bis dahin auch wieder dabei. Haut da rein. Ich habe, glaube ich, die Lösung gefunden. Naja, alles beim nächsten Mal. Ob dem so ist, finden wir das nächste Mal heraus. Bis dahin, Freunde, haut rein. Ich wünsche euch was. Euer Wishes.